So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel. Heute das Champions League Spiel Bayern gegen Real Madrid. Halbfinalspiel. Mittwoch, 20.45 Uhr. So, und auf geht's. Erste Halbzeit wie immer mit den Bayern. Und zweite Halbzeit mit Real Madrid. Mal schauen, was Cristiano Ronaldo fabriziert wieder. Oder ob wir den in den Griff bekommen. So. Einfach mal nach vorne. Ach, das hier war ja nix. So. So, schön hier bei außen. Ach. Schade. Was meint ihr, wer kommt ins Finale? Also ich hoffe es ja, dass meine Bayern ins Finale kommen. Nein! Voraussichtliche Aufstellung ist Ulreich, Kimi, Sporting, Hummels, Alaba, Martinez, Müller, Rammes, Robben, Ribéry und Lewandowski. Ich denke auch, dass sie so spielen werden. Vidal kann ja leider nicht mehr diese Saison. Alaba müsste auch angeschlagen sein. Ach. Komm schon. Auf hier. So, schön über außen hier. Ah, Eckball. So. Ah. Sehr gut. Ah, nein. Eckball. Rammes war das. Ach, schade, Boateng hätten reinköpfen können hier. Was sagt ihr zu dem Gerücht, dass Lewandowski zu Real Madrid wechseln würde? Also ich wäre da ziemlich nicht damit einverstanden, weil das ja ein Top-Stürmer ist. Bam! So, 1-1, sehr schön. Das erste Spiel ist ja schon ein Heimspiel und dann Rückspiel in Madrid. Also mein Tipp wäre ein 2-1 für Bayern natürlich.
Oh ja, gute Chance. Oh nein! Wie im Pro-Club, ey. Ich donner das Ding immer über das Tor. Ich bräuchte mal hier über rechts zu kommen, wo der Kimmich ist. Vielleicht ist das besser. Oh oh. Oh, ich schlag. Jetzt kommt Kimmich. Gegen Marcelo. Ah, schade. Das wäre eine Kimmich-Flanke geworden. Ach Gott, was war denn das? Und drauf hier. Ich. Sehr gut. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr tippen tut. Erstmal für das Hinspiel. Für das Rückspiel kommt hier wieder ein Orakel. Ich hoffe, dass es packen ins Finale kommen. Das wäre echt cool. Vor allem für Heinkes. Oh oh. Beinahe. Schimpf nach vorne hier. Oh, stark, stark, stark. Aber jetzt ist keiner in der Mitte. Oh, Alter. Ah, Toni Kroos, den hätten sie nicht verkaufen dürfen. Was der jetzt ein Weltklasse-Mittelfeldspieler geworden ist. Der war ja bei Bayern schon Weltklasse. Auf Kimmich. Geh weg, Ronaldo. So, 1:1. Und jetzt spiele ich natürlich für Real. Also mit Real, nicht für Real. Einstellungen, Seitenwahl. So. Das seid ihr ja von mir gewohnt, dass ich das so mache. Hier hat jemand gelb, den wechsle ich aus. Das ist ein defensiver Mittelfeldspieler. Zentral. Auch zentral. Haben wir noch einen zentral defensiven Mittelfeldspieler? Holen wir den hier, so lange. Benzema, da haben wir keine Alternative. Ramos, Varane, Marcelo, Ronaldo, Bale. Also kein. Wie alt ist der hier eigentlich? 26, ach du Scheiße. Asensio? Was kann der noch spielen? Links offensiv, zentral offensiv und rechter Flügel. Ah, da überlege ich mal gerade, dass ich vielleicht hier. Der kann nämlich hier auch Sturm spielen. Ich mag den Benzema nicht. So, Asensio nach links. Ronaldo in die Mitte. So, und es geht in die zweite Halbzeit. Jetzt werde ich wahrscheinlich meine eigenen Bayern kaputt machen. Vielleicht auch nicht, wenn ich so dumm bin. Oh.
Ach, das war ja gar nichts. Alter, die gehen ja ab wie Zäpfchen, die Madrider hier. Komm. Toni Groß. Groß. Toni, Toni, du bist Gold wert. Ich bin so richtig gespannt auf das Spiel morgen. Also heute. Das Video habe ich natürlich gestern aufgenommen. Ist ja klar. Marcelo. Marcelo ist auch ein starker Linksverteidiger. Komm schon, geh drauf. Aber unentschieden wäre natürlich auch cool. Ah, oh. Der sollte eigentlich hier runter. Komm schon. Ich glaub's Hacker. Ah, abseits. Thiago. Oh, Ronaldo. Schlecht angelaufen hier. So. Ach, was mache ich dann? Ich hätte es soll abziehen mit dem Post. War nicht so gut gedacht. Abseits. Das war ja wohl nix, ne? Kimmich, jawohl, Kimmich. Hallo? Freistoß. Nein. So. Geht das hier überhaupt? Hä? Hallo? Ach, ich muss in die Mitte spielen. Ach, das ist scheiße.
So, ich denke mal noch letzter Angriff. Oh. Also die Bayern, die halten gut dagegen hier. Kann man nichts sagen. Ronaldo am Ball. Modric. Ach, Sandro Wagner kommt für Martinez. Oh, oh. Nein. Bam. 2-1 für die Bayern. So viele Chancen. Oder? 11-11 Schüsse. Schüsse auf Tor 7-4. Ballbesitz habe ich mehr. Zweikämpfe 6-7, Fouls, ja. So, ich hoffe, euch hat das Orakel gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.